Kniet nieder vor dem Gott des Todes. Willkommen zum Kartenchaos in dieser Woche. Es ist auch schon der 6. April. Mich wundert eigentlich, dass das Update noch nicht da ist. Es hieß ja, dass die Packungen... Steht da hier, ne? Verfügbar. Hier steht es jetzt nicht. Letztes stand es noch da, 6. April. Und das ist heute. Wir warten nämlich alle schon sehnsüchtig drauf. Aber ich habe noch das Kartenchaos offen. Und das werden wir jetzt mal machen. Und zwar endet in 3 Tagen. Und der Maskenball. In der S17 Villa in Stumme findet jedes Jahr einen grandiosen Maskenball statt. Alle kommen verkleidet. Wenn ein Diener stirbt, entpuppt er sich als anderen zufälligen Diener, der 2 weniger kostet und bereit für den nächsten Kampf ist. Okay, also ich muss mir selbst ein Deck erstellen. Ja, dann entschuldige mich mal kurz, ich überlege mal kurz. Weil ich will das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Und los geht's. Mit dem Deck, was ich hier habe, also ich habe hier schon eine der 9 Karten, die ich gestern bekommen habe, die goldene. Die kann ich sogar so schon einsetzen hier. Ich hoffe, die ziehe ich auch gleich mal. Ja, leider kriegt er hier die ganze Zeit heiliges Licht nicht gefunden. Er hat irgendwie immer noch das Paladin-Deck im Hintergrund drin, warum auch immer. Egal. So, die beiden weg. Keine Ahnung, der scheiß Fehler geht auch nicht weg. Muss ich gleich mal neu starten, das Ding. So. Los geht's. Nix, sondern ich 2 Mana. Kostet er 4. Ja, macht keinen Sinn. Okay. So. Ah, Todesröcheln. Wer könnte es sein, ja. Irgendwas mit 0 Mana. Ach. War ja klar. Aber egal, Spott ist Spott. Nächste Runde kann ich ihn hier einsetzen. Dann habe ich schon mal ein 6 Mana Vieh auf dem Feld. In der 3. Runde. Lass diesem Herzen sprechen. So. Zack. Auch wenn er jetzt 3 steht. Aber auf dem Feld hat er dann 6. Das bedeutet halt, wenn er jetzt ihn killt, kriege ich nicht einen Diener mit 1 Mana Kosten, sondern einen Diener mit 4 Mana Kosten. Sollte eigentlich so funktionieren. Vielen Dank. Oh, ich hasse den. Es ist mir schwer nach diesem blöden Combo-Typ, Combo sei ich schon, diese... Ja doch. Diese Zauberkram-Schurken da mit diesen Drachen. Ach, mir fällt der Name jetzt auch zu nicht ein. So, wie machen wir das jetzt? Die Story wird ein Knüpp. Wir machen das jetzt so. Good Face. Soll er selbst das Feld klären? Somit kann mein nächster Diener, der jetzt kommt, ein 2er. Hey, wollt ihr eine Karte am Stiel kaufen? Herzen lindern. Oh, ja gut. Den Diener auf... Das ist nicht so schön, aber dann spielen wir eh, ja? Aha. Ah, ich ziehe lieber Karten. Ich will ihnen jetzt nichts großartige Geschenke machen.
bleib bei dem bei, dass ich Face gehe. Aber er ist jetzt auch 5 Mana, ne? Ja, das heißt, ich kriege 3 Mana Vieh. Wie viel Mana kostet denn dieser Doomsayer? Der Untergang verkünder. Der 07 hat, aber in der nächsten Runde alle Diener auf dem Feld zerstört. Wie hieß denn der noch? Wie hieß der noch? Wie viel Mana kostet der denn noch? War das 2 oder 3? Ich glaube 2. Geil. Oh, obwohl nicht ganz so geil. Wenn er dann großes Vieh auf der Hand hat, habe ich ein Problem. Hey, hey, wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Okay. Katze. Ah. Der Hund hat den echt zweimal. Warte mal, wie viel hat er denn noch? 19. 1, 3, 4, 8 Schaden. Wenn er sich nicht... Schwer. Schön, noch ein Diener mit Spott. Das Problem ist halt, dass er gleich ein Dings bekommt. Also auf Diener auf jeden Fall aufs Feld. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das Ganze anstellen soll. Was soll ich nur tun? Die Zeit davon. 5 Mana, 3. Komm. Oh, perfekt. Oh, damit silence ich auf jeden Fall einen von den Großen. So, was hat er da? Okay. Hä? Hieß das nicht aus der Hand? Oder bin ich schon wieder zu blöd zu lesen? Euer Gegner legt einen Diener aus seinem Deck. Okay, gut. Echt? Will er jetzt Karten ziehen? Meine Hand ist zu voll. Das ist nicht so schlimm. Ich habe genug Karten. Ja, was könnte... Kannst du eh nicht spielen jetzt. Gut. So. Silence ihn hier. Er scharf. Eigentlich hätte sie ja andersrum machen sollen. Aber egal. Bin ich wenigstens die zwei Großen los. Ohne dass er davon Dina aufs Feld kriegt. Ein Treffer. Hey, hey, wollt ihr eine Ratte am Stiel kaufen? Oh! Ihn habe ich auch. Wie viele Zauberkarten habe ich gespielt? Nicht viele. Shit. Jetzt brauche ich irgendwas mit Ansturm natürlich. Das wäre ja genial, wenn ich jetzt Dior kriegen würde.
30 AP. Das Problem. Komm. Das war's. Schade. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften werden. Ne, Dings hat er zweimal gespielt. Renodeck kann er nicht haben. Die Schatten rufen. Okay. Ich müsste nur Feuerball ziehen, dann ist vorbei. Feuerball, 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 Feuerball. Hm. Er hat auch so verloren. Okay. Das Festmahl der Seelen beginnt jetzt. Scheiße, scheiße, scheiße. Das Ende naht! Echt jetzt? Und meine Hand ist voll. Wenn ich jetzt Feuerball krieg, ne? Ah. Ah, da war der Drache. Ich wollte ihn unbedingt mal spielen. Wie viele Zauber habe ich denn jetzt gespielt? Scheiße, nicht viele, ne? Wäre ja geil. Ansturm habe ich nix. Außer ich kriege mit ihnen eingerufen. Aber das ist jetzt eine Glückssache. Warte, sonst spiele ich auch mal ganz viele Diener. So, dass, warte, er kriegt 1, 2, 3, 4 Diener. Das ist natürlich nicht so schön. Also bin ich tot nächste Runde auf jeden Fall. Komm. Kriege ich? Okay. Na, bin ich mal gespannt. Wer weiß, was wir geheim. Oh! Oh! Oh, war das schön. Oh, shit. 2-3. Das heißt, wenn er einen Diener mit Ansturm hat, hätte ich verkackt. Oder er hat die zwei Zauberkarten auf der Hand. Ich frage mich, ob... Oh, das ist sehr schön. Komm. Wer weiß, was für Geheimnisse wir lüften. Aktiviere den Mentalkontrollomat TC-130. Okay, Glück gehabt. Nein, nein. Hä, wieso? Wieso nur einmal? Was lauert in den Tiefen? Das wird sich bald entscheiden. Gewonnen. Außer er kriegt welche mit Spott. Ah, hoffentlich nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Spiel. Ist auf jeden Fall sehr spannendes Match. Packung gehalten, ein normales. Macht auf jeden Fall Laune, ja? Weil das ist ja echt eine Glückssache, welche Diener man da bekommt. Aber ich habe auch Glück gehabt mit Jock, dass der mir gute Dinger gegeben hat. Gut, ich verabschiede mich von Kartenchaos dieser Woche. Ich hoffe, jetzt demnächst kommt das Update. Das sollte eigentlich heute kommen. Patrick wartet auch schon, sehen Sie sich drauf. Also wir beide drauf. Dann bin ich mal sehr gespannt. Gut, ich verabschiede mich von hier aus. Also bis dahin. Ciao.